Eine Santa Rita, die in Mexiko Bugambilia genannt wird, bedeckte die Mauern zu beiden Seiten der Tür. Señor Asturias. Ganz recht. Treten Sie ein. Sie hatte etwas Verführerisches, die alte Dame. In ihrem maßgeschneiderten Kostüm mit einer weißen Seidenbluse, deren Rüschen ihre magere Brust umwehten. Ich höre. Stark geschminkt und mit sorgfältig nachgezogenen Lippen wirkte sie wie die Ex-Patronin eines Edelbordells. Dabei war ihre Haut runzlig wie eine Rosine. Ja, wie ich schon sagte, ich möchte eigentlich Ihren Sohn sprechen. Ich bin der Freund einer Klientin von ihm. Wir saßen an einem langen Mahagonitisch, der sicher schon ganze Abendgesellschaften bewirtet hatte. Ich an einem Ende, sie am anderen. Wissen Sie, ich bin etwas überrascht, dass er einen Fall angenommen hat, um tags darauf zu verreisen. Mein Sohn ist sehr vielseitig. Von diesem seltsamen Beruf, mit dem er sich da schmückt, könnten wir gar nicht leben. Ja, aber heißt das für meine Freundin? Über seine Fälle weiß ich nie etwas. Berufsgeheimnis. Trotzdem möchte ich gern wissen, wo er sich aufhält und mit ihm sprechen, Signora. Das wird nicht möglich sein. Er ist in Guadalajara und wird mindestens 3 Wochen fortbleiben. So lange? Gnädige Frau, ich beabsichtige keinesfalls mehr, ein Urteil über Ihren Sohn anzumaßen. Doch werden Sie zugeben, dass es nicht sehr ethisch ist? Und Sie werden mir zugestehen, dass ich nicht mit Fremden die Ethik meines Sohnes diskutiere. Nun gut, ich sollte Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Aber ich bitte Sie, es war mir ein Vergnügen. Darf ich Ihnen noch 2 Fragen stellen, Signora? Sie dürfen. Wie sieht Ihr Sohn aus? Kleiner als Sie. Braune Augen, kräftig, etwas füllig. Eine angenehme Erscheinung. Und wer ist der Mensch in seinem Büro? Wer? Die erste Frage, die Sie irritierte. Ach, warum? Sie meinen wahrscheinlich Camillo, ein Nachbar, ein Mitarbeiter sozusagen. Er versorgt Davids Büro. Darf ich Ihnen auch eine Frage stellen, junger Mann? Selbstverständlich. Welches Interesse haben Sie an alledem? Genau die richtige Frage. Welches Interesse hatte ich an alledem? Ich hatte längst meine Sachen packen müssen, um nach Argentinien zurückzukehren. Die Diktatur war schließlich zu Ende. Ich sehnte mich danach, im Paraná zu fischen. Ich sehnte mich danach, Enten zu jagen. Ich sehnte mich danach, in Sommernächten den unbegrenzten Himmel zu betrachten. Aber es war nicht möglich.